Ich habe rumtelefoniert, alles überprüft. Und es gab überall dieselbe Antwort. Du seist tot. Nathan, wir haben einen Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten. Und das wäre ich fast. Mensch, Sammy. Mann, hätte ich das gewusst. Bei Gott, ich wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan. Ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, hey. Alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uncharted 4. Schön, dass ihr dabei seid. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, oder? Könnte sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Langsam. Hm? Setz dich. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hingst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Ich habe Sambala, ich habe Eldorado gefunden. Ich nehme mal oben. Okay. Ich habe Eldorado gefunden. Erinnerst du dich an unsere Theorie, dass Sir Francis Drake seinen Tod vortäuschte? Ja. Okay, das hat er. Ich habe den Sarg entdeckt. Vor der Küste Panamas? Ja, ja. Okay, und jetzt halte ich fest. Ich öffne ihn also. Echt? Keine Leiche drin. Aber... der Boden ist ein altes Tagebuch. Verarschst du mich? Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört und wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Und ganze Nacht durchgeschnackt. Voll cool. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hm. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den... Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich hier von dir. Mist, ich muss hier von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Liest du heute gar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen. Sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja, sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Kann ich. Aber ich will, dass du es sagst.
Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Oh. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Señor Alcázar. Me alegro verlo. Sag mir den Key. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel. Bist du bereit, dein Glück zu suchen? Ja. Vámonos. Wow, wir können aussprechen. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. Halt mal schön euren Rand da, sonst hört das noch jemand. Seit ich hier reingekommen bin. Puh. Schon wieder ein Ausbruch. Beeil dich. Wir müssen schnell sein. Das wird langsam zur Gewohnheit hier. Wir haben keine Bombe. Verdammt. Diese Kerle sind Sadisten. Wir tun der Welt einen Gefallen. Vielleicht gibt er mir die Waffe jetzt. Hier. Die wirst du brauchen. Ah, sauber, eine Waffe. Nun nimm's hin. Nachladen. Ja, das kommt schon wieder. Das geht ja schon gut los hier. Hector, damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Wie gut das Gesicht gemacht ist, ist der Burner. Ach nee. Schon wieder. So, nun lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Okay, okay. Läuft, läuft. Da ist irgendwas zum Aufheben. Wo muss ich denn lang gelaufen? Da. Lauf, 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 da hinterher. Boah, hier ist eine richtige Action. Okay. Okay. Aber nicht unsere eigenen Leute hier treffen. Wir haben's. Wow, wow, wow. Was geht hier ab? Voll die mega Gefängnisse wollte. Oh shit, ich habe keine Munition mehr. Da, da ist Munition. Hinsetzen, hinsetzen. Okay, geht weiter, 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 weiter. Der Plan funktioniert. Das sehe ich. Und was jetzt? Estamos en posición. ¿Están listos? Nachladen. Wow, krass. Samuel, geh in Deckung. Was? Warum? Tu's einfach. Heilige Scheiße. Krass. Okay. Ja, ja, mir geht's gut. Lauf, 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 lauf. Raus, raus hier. Wo laufen wir jetzt? Las camionetas están en camino. Da hinten laufen wir lang, okay. Oh, shit, shit. So, spring, spring. Wo ist der langgelaufen? Hier, ne? Oh, shit. Lauf, lauf. Hier fliegen die Leichen. Weiter, weiter. Boah, cool, eine andere Bombe. Sehr geil. Nachladen.
Sehr cool. Ich darf noch Munition aufheben. Wham! Wow, 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 wow. Oh, geh, geh runter, 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 runter. Wow, 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 wow. Ich bin gleich tot. Ah, shit, 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 shit. Krass, krass, krass. Okay. Okay. Versuch mal von hier oben, ob ich von hier oben besser. Hier oben ist, glaube ich, besser. Hammer. Alright. Der da hinten lebt auch immer noch. Hammer. Der lebt immer noch. Das gibt's doch gar nicht. Hammer. Okay. Boah, ist der sportlich. Krass. Kann ich hier noch irgendwo Munition? Munition, Munition. Oh shit! Muni, nimm das Ding auf! Wow! Bam! Krassomat hier. Hier ist nicht gut. Okay, versuchen wir hier von der Seite. Jawohl, den haben wir. Jawohl, läuft. Komm, den einen machen wir auch noch. Jawohl. Okay. Komm, wir das Aki. Aki, das Sick da. Okay, so, wo geht's jetzt lang? Jungs. Okay, wieder sprengen. Scheiße. So, nun, guck nicht so lange, sie zu. So, wo rennen die lang? Da. Raus hier. Aus der Butze. Okay. Rüber, geh doch rüber da. Okay. Wow, 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 voll der Krieg hier. Wow, shit. Geh runter, runter, runter. Ah, shit. Krass. Das ist ein krasses Level hier. Ich muss den da oben wegmachen. Wir schaffen es nicht. Bleib dahinter, bleib dahinter. Aus bis jetzt. Nimm die Waffe, nimm die Waffe. Oh, wow, 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 weg, 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 runter, runter, runter. Oh, der hat da oben schon wieder nachgeladen. Oh, shit, shit. Yeah. Sauber. So, nimm hin, nimm hin. Weg, weg, weg hier. Boah, krasses Level. Was geht hier ab? Hier ist voll die Action. Davor. Wow, wow, wow. Okay. Schöne Maschinenbombe im Anschlag hier. Yeah, Baby. Hier geht die Luzi ab. So, Hundi, rüber, rüber, rüber. Raus hier. Rauf, 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 rauf und rüber.